Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und aufgrund des Feedbacks und der vielen Fragen, die wir in den letzten Videos erhalten haben, haben wir uns heute für einen ganz besonderen Teil des Tradings entschieden, und zwar außerbörslicher Handel. Wie haben Sie die Möglichkeit, auch nach der Regular Session oder nach dem Haupthandel noch Orders aufzugeben oder auch schon vor dem Handel? Ich denke mal, Stichpunkt Quartalszahlen ist dann immer ganz interessant, wenn man jetzt merkt, okay, es bewegt sich was und man möchte vielleicht doch noch nach Handelsschluss reingehen in eine gewisse Aktie, dann hat man halt die Möglichkeit, das hier mit den verschiedensten Plattformen durchzuführen. Und dazu wollen wir erst einmal in die Trader Workstation gehen. Das heißt, ich habe das hier schon einmal geöffnet. Wir sehen hier eine Übersicht von einigen Werten. Und als Beispiel habe ich jetzt hier mal Snapchat ausgewählt. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Snapchat klicken, bekommen Sie in der Regel hier ein Feld angezeigt, wo Beschreibung steht. Wenn Sie das auswählen, haben Sie schon mal die Übersicht, was die Handelszeiten anbelangt. Da das ja von Markt zu Markt etwas unterschiedlich ist, sehen wir hier der normale Haupthandel, US-Zeit 39 bis 16 Uhr. Oder wenn wir jetzt auf die deutsche Zeit gehen, 15:30 bis 22 Uhr. Es sei denn, Sie wissen sicherlich, bei der Zeitverschiebung haben wir dann oft 14:30 bis 21 Uhr, weil in Amerika die Uhren natürlich etwas später zurückgestellt werden als in Deutschland. Ganz wichtig hier die Verfügbarkeit insgesamt. Da sehen Sie nämlich mal, wie lange man noch Orders allgemein hier bei Interactive Broker aufgeben kann. Wir haben hier von 10 Uhr bis 2 Uhr mitteleuropäische Zeit generell die Möglichkeit zu handeln. Das heißt, wir haben für den Haupthandel dann die Differenz von 10 Uhr bis 15:30 Uhr. Das heißt, Sie haben 5 Stunden, 5,5 Stunden Zeit vor Börsenbeginn die Order schon aufzugeben und dann nach Börsenende, wo wir wieder beim Thema Quartalszahlen dann auch werden, die können natürlich auch vorbörslich mal kommen, dass wir hier auch noch 4 Stunden haben. Und um das einzustellen oder wie man das Ganze nutzt, gehen wir jetzt noch einmal zurück in die Plattform selbst, dass Sie das auch einmal sehen. Hier unten haben wir das Fenster Order Entry, wo Sie die Order direkt einstellen können. Und da ist es recht simpel. Sie haben hier erstmal generell die Möglichkeit zu sagen, wie lange soll die Ihre Order gültig sein? Mit einem normalen Zusatz tagesgültig oder wie es hier beschrieben wird als D, geht es natürlich nur für den aktuellen Handelstag, wird dann nach Ende des regulären Handelstages gelöscht. GTC, glaube ich, sollte auch jedem ein Begriff sein, ist dann maximal für 90 Handelstage gültig. Da vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp aus dem aktuellen Marktgeschehen. Wir hatten das diese Woche bei Pfizer, dass wenn irgendwas passiert und der Handel kurzfristig ausgesetzt wird bei einer Aktie, werden auch alle ihre bestehenden Orders gelöscht. Einfach aus Sicherheitsmaßnahmen, weil wenn irgendwo der Handel ausgesetzt wird, heißt das ja schlussendlich, dass die Aktie dann auch 10, 20% darüber oder darunter wieder weiter gehandelt wird. Und um da jetzt nicht irgendwo eine Ausführung zu einem sehr schlechten Preis Ihnen zu geben, wird bei solchen Aktionen werden bestehende Orders gelöscht. So war es diese Woche auch bei Pfizer. Ich glaube, in der Vergangenheit gab es da auch ein sehr gutes Beispiel, wo die Quartalszahlen von Twitter geleakt wurden und einfach über Twitter selbst schon eine Viertelstunde vor Börsenende kam. In dem Moment wurde auch der Handel ausgesetzt, ihre Orders wurden gelöscht, sodass man da halt bei großen Sprüngen auch eine Sicherheit, das Ende nur eine Sicherheit für den Kunden, ne? Dass man da in der Form dann nicht wirklich einen sehr schlechten Kurs bekommt. Was man beim außerbörslichen Handel noch beachten muss, ist natürlich, dass Sie da nicht alle Orderarten zur Verfügung haben. Auch ein Grund, ja, für Sie ein bisschen mehr Sicherheit zu bieten, weil natürlich die Umsätze außerbörslich, mal abgesehen von dem Zeitraum der Quartalszahlen, sehr, sehr gering sind. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie geben eine Market Order auf, dann akzeptieren Sie ja jeden Preis, der am Markt geboten wird. Wenn das bei einer Aktie eine Zeit ist, wo sie sehr illiquide ist, würde das bei einer Market Order eine sehr, sehr schlechte Ausführung für Sie bedeuten. Und ich habe es früher oft gesehen, da gab es Kauforders, egal welche Aktie, zu einem Cent und Verkaufsorder zu 9.999 Dollar. Das waren dann genau diese Orders, die ja jemanden abfischen wollten, der sich irgendwo verklickt hat, vielleicht einen falschen Preis eingestellt hat. Das ist heute alles in der Form sowieso nicht mehr so einfach möglich, bei liquiden Titeln eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Aber das nur noch mal zur Info. Um dann hier das Ganze vor- oder nachbörslich auszuwählen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Das erste ist Ausführung außerhalb
der Regular Trading Hours, das heißt, es ist dann nachbörslich. Hier wird wirklich nochmal unterschieden, ob nach- oder vorbörslich. Das heißt, Sie können nur eins der beiden Felder auswählen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen heute noch nach Börsenschluss handeln, wäre es der erste Bereich. Es wird dann auch mit diesem kleinen Ausrufezeichen gekennzeichnet, dass es hier nicht nur tagesgültig ist. Und das gleiche natürlich, wenn ich hier sage, für den Vorhandel, da macht es jetzt in der Form natürlich keinen Sinn, auf Day zu bleiben, weil der Handel jetzt schon gestartet ist. In der Form würde ich es hier dann über den Zusatz GTC aufgeben. Und dann sieht man eigentlich schon, wenn man hier einmal reingeht, wir können jetzt mal Stop-Order eingeben, sagen bei Snapchat, wir wollen die kaufen, ja, wenn der Preis über 45 geht als Beispiel. Dann sehen Sie nämlich, ist hier der Bereich wieder ausgegraut. Also eine Stop-Order ist ja nichts anderes als Stop-Market. Das heißt, wenn der Stop berührt wird, wird es zur Market-Orders. Oder das ist nicht möglich. Es sind wirklich nur Limit-Orders, außerbörslich ja, handelbar. Deswegen darauf achten, sobald Sie Stop, auch Stop-Limit geht leider nicht, oder Stop-Market nehmen, dann geht es mit einer vor- oder nachbörslichen Ausführung in der Form nicht. Das heißt, wir gehen noch einmal zurück auf die Einstellung der Limit-Order. Die haben wir hier ganz oben und da sehen Sie auch, ist unser Haken wieder vorhanden, Vorhandel zulassen. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte die morgen, wenn der Preis nochmal fallen sollte, vorbörslich schon zu $40 kaufen, gebe die Order auf und dann haben Sie hier in der Regel nochmal den Hinweis Vorhandel zulassen. Das ist diese deutsche Bezeichnung, ist vielleicht etwas schlecht gewählt, aber da kann man es nochmal konkret überprüfen. Und Ihre Order ist natürlich dann ja, deutsche Zeit ab 10 Uhr verfügbar, ab 10 Uhr online, ab 10 Uhr im Markt und gilt dann quasi bis zur Ausführung. Wenn wir es jetzt wirklich mit dem Zusatz GTC aufgeben, wäre das jeden Morgen ab 10 Uhr zu diesem eingestellten Preis im Markt vorhanden und gilt im Prinzip dann bis 22 Uhr, weil Sie halt hier wirklich die Option haben, vor- oder nachbörslich. Bei anderen Procon ist es generell mit außerbörslich in der Regel gelöst. Das heißt, dann gilt für beide Bereiche. Hier hat man auch wirklich diese Unterscheidung und Sie können das rein theoretisch dann später auch im Bereich Orders ändern. Da sehen Sie nochmal die Gültigkeit. Wenn Sie sich entscheiden, ich möchte jetzt doch auch für den nachbörslichen Handel, können Sie es dort umstellen. Geht auch da relativ simpel. Wir gehen hier einfach auf diese Gültigkeitsbereich und können hier in der Form das nochmal umstellen und dann einfach die Order aktualisieren. Also ganz wichtig, hier in diesem Gültigkeitsbereich oder dann später bei der Order selbst können Sie das Ganze anpassen und sind somit auch dann handlungsfähig. Vor- und nachbörslich. Bei dem Thema vielleicht auch ganz wichtig, da das für viele auch oft eine wichtige Frage ist. Wenn Sie im Chart natürlich auch diese Trading Hours oder diese Zeiten sehen wollen, gehen Sie einfach auf Chart-Parameter bearbeiten, wenn Sie mit dem Rechtsklick im Chart drin sind und haben dann hier die Möglichkeit, direkt reinzugehen und zu sagen, dass Sie hier auch Kurse außerhalb des regularen Handels mit angezeigt bekommen wollen. Und das ist hier unten zu finden, Daten außerhalb der regularen Trading aus. Dann sehen Sie auch wirklich da jede Kursfeststellung und können dementsprechend natürlich dann auch handeln. Macht natürlich Sinn, das mit zu aktivieren. Geht auch nur, wenn Sie Intraday auf 5 Minuten, 10 Minuten arbeiten. Tageskerze besteht immer nur aus dem Haupthandel. Also in der Tageskerze sehen Sie nie, was außerbörslich passiert ist. Das können Sie wirklich nur in den Intraday-Bereichen sehen. Von daher hoffe ich, dass Ihnen das ein Stück weit weitergeholfen hat und würde mich freuen, wenn Sie zu unserem Channel subs oder unseren Channel abonnieren, sodass Sie auch keines der weiteren Videos verpassen, weil wir noch einige interessante Sachen für Sie hier vorbereitet haben, die natürlich dann auch in den nächsten Tagen hier mit hochgeladen werden. Vielen Dank.